In diesem Video zeige ich, wie man eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegt und wie man von zwei Zahlen ihren größten gemeinsamen Teiler, den GGT, oder ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches, das KGV, findet. Zunächst, was sind überhaupt Primzahlen? Primzahlen, das sind Zahlen, die nur durch sich selbst und eben durch die 1 teilbar sind. Die kleinste Primzahl, die es gibt, ist die 2. Die ist nämlich durch keine andere Zahl teilbar. Dann kommt die 3. Die 4 ist keine Primzahl, denn die ist ja durch 2 teilbar, aber die 5 ist wieder eine. Und ab jetzt sieht man, es können eigentlich nur noch ungerade Zahlen kommen, denn alle geraden Zahlen sind ja immer durch 2 teilbar. Also werden wir als nächstes die 7 erwarten, ja, die 9 allerdings nicht, denn die ist durch 3 teilbar. Die nächste Primzahl ist dann die 11 und die 13. 15 wieder nicht, denn es ist 3 mal 5, aber die 17 und so weiter. Es gibt unendlich viele Primzahlen und bis heute ist auch kein Muster bekannt, nach dem diese Reihe fortgesetzt werden kann. Also wir müssen jede Zahl einzeln ausrechnen, ob sie eine Primzahl ist. Alle anderen Zahlen nennt man zusammengesetzte Zahlen. Die lassen sich nämlich als Produkt aus Primzahlen schreiben, zum Beispiel die 15 lässt sich ja, wie wir schon gesehen haben, schreiben als Produkt der beiden Primzahlen 3 mal 5. Oder anderes Beispiel, 40 lässt sich als Produkt von 4 Primzahlen schreiben. 2 mal 2 mal 2 ist 8, mal 5 ist 40. Dieses Produkt lässt sich auch kürzer schreiben. Wir können nämlich diese drei Faktoren zusammenfassen als Potenz 2 hoch 3 mal 5. Diese Darstellung nennt man die Primfaktoren und die Zerlegung einer Zahl in ihre Primfaktoren ist die Primfaktorzerlegung. Schauen wir uns nun an, wie man vorgeht, um eine beliebige Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Wir nehmen hier eine zusammengesetzte Zahl, denn eine Primzahl kann man ja nicht weiter zerlegen. Also wir schauen jetzt mal, wie wir diese Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen können. Wir beginnen mit der kleinsten Primzahl, der 2, und versuchen jetzt diese Zahl als Faktor von 2 zu schreiben. Wir sehen, das ist 2 mal die Hälfte von 252, also 126. Und nun wiederholen wir dieses Verfahren durch 2 zu teilen, so oft wie sich diese letzte Zahl noch durch 2 teilen lässt. Wir sehen, es ist eine gerade Zahl. An der letzten Ziffer erkennt man das, also lässt sich 126 nochmals durch 2 teilen. Ergibt 63. 63 ist jetzt aber nicht mehr durch 2 teilbar, weil es ungerade ist. Ab jetzt versuchen wir durch die nächstgrößere Primzahl, also durch die 3 zu teilen. Wir sehen, 63 ist durch 3 teilbar, weil die Quersumme von 63 ja 9 ist, also ist 63 durch 3 teilbar, nämlich 3 mal 21. Wir sehen, die letzte Zahl 21 ist wiederum durch 3 teilbar. Machen wir das. So. Und das Verfahren setzt man jetzt so lange fort, bis die letzte Ziffer irgendwann mal eine Primzahl ist. Hier sind wir bei der 7 angekommen, die lässt sich jetzt nicht weiter teilen. Also ist das hier die Primfaktorzerlegung von 252. Natürlich können wir das auch noch zusammenfassen, das ist 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 7, die sogenannte Potenzdarstellung. Dies ist also unser Ablaufschema, wie man eine beliebige Zahl in ihre Primfaktoren zerlegt. Machen wir noch ein zweites Beispiel zur Sicherheit, 147. Wir beginnen wieder mit der 2, wir sehen aber 147 ist gar nicht durch 2 teilbar. Also probieren wir es gleich mit der nächsten Primzahl, der 3. Wir sehen, die Quersumme ist 12. Jawohl, das lässt sich durch 3 teilen. Ergibt 49. Das ist nicht mehr durch 3 teilbar. Wir versuchen die nächstgrößere Primzahl, die 5. Funktioniert nicht. Wir versuchen die nächstgrößere Primzahl, die 7. Das geht, lässt sich durch 7 teilen. Und es bleibt eine 7 übrig, das ist schon eine Primzahl, also sind wir fertig. Das ist die Primzahl-Faktor-Darstellung von 147. So, jetzt bist du dran. Deine Aufgabe ist, 280 nach diesem Verfahren in seine Primfaktoren zu zerlegen.
Klicke jetzt auf Pause und löse die Aufgabe selbst. Und wenn du fertig bist, dann lass das Video weiterlaufen, dann schauen wir uns die Lösung an. So, schön, dass du wieder da bist. Hier ist die Lösung. Ich hoffe, du bist auf das gleiche Ergebnis gekommen. Übrigens kannst du auch immer mit dem Taschenrechner überprüfen, ob deine Primzahlzerlegung richtig ist. Unser Casio-Taschenrechner kann das nämlich. Ich zeige das mal hier. Wir haben die 280 eingegeben und drücken jetzt einmal auf dieses ist gleich, damit die 280 hier in den Antwortspeicher übernommen wird. Als nächstes drücken wir auf Shift und dann hier auf dieses gelbe Faktor, das ist diese Taste, und dann zerlegt der Taschenrechner die 280 in die Primfaktordarstellung, die wir eben schon von Hand ausgerechnet haben. Hey, toll! Und das kannst du jetzt auch gleich ausprobieren. Du bist wieder dran. Überleg dir nun selbst irgendwelche Zahlen, zerlege sie von Hand in Primfaktoren und überprüf dann mit deinem Taschenrechner, ob das Ergebnis richtig ist. Jetzt kannst du das Video wieder anhalten, solange wie du das ausprobieren möchtest. Super, du hast es jetzt an verschiedenen Beispielen selbst ausprobiert und bist jetzt fit im Zerlegen in Primfaktoren. Als nächstes schauen wir uns jetzt an, wie man von zwei Zahlen den größten gemeinsamen Teiler mit Hilfe von Primfaktoren bestimmen kann. Beispiel: Welches ist die größte Zahl, der größte Teiler, den die beiden Zahlen 72 und 108 gemeinsam haben? Sieht man ja nicht so auf Anhieb, aber durch die Primfaktorzerlegung können wir uns den größten gemeinsamen Teiler berechnen. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir zerlegen beide Zahlen in ihre Primfaktoren. Die 72 können wir so darstellen und die 108 können wir so darstellen. 8 mal 9 gibt 72 und 4 mal 27 gibt 108. Um nun den größten Teiler zu finden, der in beiden Zahlen drinsteckt, markieren wir in diesen Primfaktoren hier mal die Paare, also die Faktoren, die beide Zahlen gemeinsam haben. Die hier, die sind verschieden, aber die hier sind gemeinsam und multiplizieren jetzt diese gemeinsamen Faktoren miteinander. Das ergibt 36. Und das ist nun der größte gemeinsame Teiler, der GGT. Wir sehen nämlich, die 36, die steckt zweimal in der 72 drin und dreimal in der 108. Ein zweites Beispiel: Was ist der größte Teiler, den 42 und 45 gemeinsam haben? Wir zerlegen die 42 in Primzahlen und die 45 in Primzahlen, schreiben sie auch gleich passend untereinander, dass immer die gleichen Paare hier untereinander stehen. Und wir stellen fest, das einzige Paar, das sich bilden lässt, ist diese 3 hier. Also haben sie nur den einen Faktor 3 gemeinsam und damit ist 3 der größte gemeinsame Teiler von 42 und 45. So, statt die Faktoren so einzeln untereinander zu schreiben, gibt es auch noch ein etwas schnelleres Verfahren über die Potenzschreibweise. Die 72 kann man ja in Potenzen so schreiben und die 108 so. Und um nun den GGT zu bestimmen, schauen wir uns die gemeinsamen Faktoren an, die also in beiden Zahlen drin stecken, und nehmen von den beiden jeweils die kleinste Potenz. Also hier von der 2 nehmen wir die zweite Potenz und von der 3 sehen wir, ist das die kleinere Potenz. Also nehmen wir hier 3 hoch 2, multiplizieren das miteinander und bekommen auch wieder auf 36. Also um den GGT von zwei Zahlen zu bestimmen, nimmt man den gemeinsamen Faktor jeweils von dem die jeweils kleinere Potenz. Das funktioniert auch mit unserem anderen Beispiel, der 42 und die 45. Die 42 kann man nur als erste Potenzen schreiben. Die 45, da kommen die 3 zweimal vor, kann man als 3 hoch 2 schreiben. Und wir nehmen auch 4 hier nur den gemeinsamen Faktor, das ist die 3. Und von den beiden die kleinste Potenz, also 3 hoch 1. Und das ist eben die 3. Wie vorhin auch ist 3 der kleinste gemeinsame Teiler von 42 und 45. So, wozu braucht man überhaupt einen GGT? Na, um Brüche zu kürzen. Wenn wir unser Beispiel nehmen, 72 Hundertachtel, diesen Bruch möchte man gerne kürzen. Und da sieht man nicht auf Anhieb, wodurch man den kürzen kann. Aber
Wir schreiben mal die 72 in unserer Zerlegung. Hier ist der GGT 36 und in 108 ist der GGT ja auch 36. Dann sieht man, dieses 36 lässt sich dann kürzen. Die haben wir hier mit 2 multipliziert, gibt die 72, und wenn wir so mit 3 multiplizieren, die 108. Aber die 36 ist gemeinsam dieser größte Teiler, lässt sich kürzen. Übrig bleibt der gekürzte Bruch 2 Drittel. Also 72 durch 108 ist 2 Drittel. Dasselbe Spiel mit 42 durch 45. Wir haben gesehen, der GGT von den beiden ist 3. Dieser Faktor lässt sich kürzen. Übrig bleibt 14 Fünfzehntel. Und nun kommt wieder eine Übung für dich. Du bist dran. Kürze den folgenden Bruch, indem du den Zähler und den Nenner in seine Primfaktoren zerlegst und dann kürzt. Halte das Video wieder an, bis du mit der Rechnung fertig ist. So, hier kommt die Lösung. 96 kann man so in Primfaktoren zerlegen, 144 so. Und wir nehmen jetzt von jedem Pärchen hier die jeweils kleinere Potenz, 2 hoch 4 von hier, 3 hoch 1 von da, multiplizieren es und es ergibt 48 als GGT der beiden Zahlen. Unser Bruch lässt sich dadurch schreiben als 2 mal 48 und 3 mal 48. 48 können wir kürzen und 2 Drittel bleibt dann übrig. Als nächstes schauen wir uns den KGV an, also das kleinste gemeinsame Vielfache zweier Zahlen. Welches ist die kleinste Vielfache, das die beiden 12 und 27 gemeinsam haben? Erkennt man nicht so auf Anhieb, aber wir zerlegen die beiden Zahlen wieder in ihre Primfaktoren. 12 sieht so aus, 27 sieht so aus. Wir schreiben sie wieder untereinander, achten schon gleich darauf, dass passende Paare untereinander stehen. Und jetzt verwenden wir alle vorkommenden Faktoren einmal, aber die doppelten auch nur einmal. Und diese werden miteinander multipliziert und das Ergebnis 108 ist dann das kleinste gemeinsame Vielfache dieser beiden Zahlen. Wir sehen, die 12 passt nämlich genau 9 mal in die 108 und die 27 passt genau 4 mal in die 108. Also ist 108 ein Vielfaches von den beiden Zahlen. Auch hier können wir wieder die Potenzschreibweise verwenden. 12 können wir schreiben als 2 hoch 2 mal 3. 27 können wir schreiben als 3 hoch 3. Und jetzt nehmen wir jeden vorkommenden Faktor und jeweils die höchste Potenz. Also wir nehmen die 2 hoch 2 und von den beiden, die ja gleich sind, nehmen wir die höchste Potenz 3 hoch 3. Multiplizieren sie miteinander, das ergibt 108. Also der KGV von 12 und 27 lautet 108. Auch hier wieder die Frage, wozu braucht man überhaupt einen KGV? Na, um zwei Brüche auf einen gemeinsamen Nenner zu erweitern. Beispiel, wenn wir ein Zwölftel plus zwei Siebenundzwanzigstel rechnen wollen. Beim Addieren von Brüchen muss man ja erst beide auf den gemeinsamen Nenner bringen. Und den gemeinsamen Nenner, das ist einfach der KGV von den beiden, also 108. So erweitern wir den ersten Bruch mit 9, um auf 108 zu kommen. Den zweiten Bruch erweitern wir mit 4, um auf 108 zu kommen. Und jetzt können wir die Zähler addieren. Das gibt 17 durch 108. So, jetzt bist du wieder dran. Wir wollen die beiden Brüche 5 Achtzehntel und 2 Dreißigstel addieren. Bringe sie auf den gemeinsamen Hauptnenner mit Hilfe des KGV. Stoppe das Video, bis du fertig bist. So, das ist unsere Lösung. Die 18 können wir schreiben als 2 mal 3 hoch 2. Die 30 können wir so schreiben. Wir nehmen jeden vorkommenden Faktor und immer die höchste vorkommende Potenz, also hier 3 hoch 2. Das ergibt 90, sodass der KGV 90 ist. Wir erweitern also jeden Bruch auf 90stel und können dann die Zähler addieren. Gibt 31 90stel. So, jetzt weißt du, wie man ein GGT berechnet und wie man ein KGV berechnet. Hier ist nochmal die Zusammenfassung. Das war's.